Ja, Jay und Gülselam ist bei uns. Jay, wir sind hier in Lublin. Der Lublin Cup steht an. Wie hast du die Anreise erlebt und wie sind so deine ersten Eindrücke hier in Polen? Ja, die Eindrücke sind sehr gut. Wir haben schönes Wetter auch hier, so wie auch in Deutschland zuletzt. Und ja, die Anreise war eigentlich sehr bequem. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, jetzt mit der Anfahrt zum Flughafen und dann ins Hotel. Aber im Großen und Ganzen war das alles, wie gesagt, sehr gut. Wir sind jetzt schon wieder, ja, über eine Woche im Training. Wie schaut es mit deinen Knochen aus? Wie schwer sind die? Und wie hast du die erste Trainingswoche erlebt? Also die Pause war jetzt nicht so lang, fand ich. Und deswegen ging es. Ich finde, dass wir auch mit einem geringen Tempo angefangen haben und jetzt langsam merkt man es natürlich ein bisschen mehr, weil sich auch die Einheiten sich häufen, aber bis jetzt geht es eigentlich noch. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, wir sind hier zum Lublin Cup. Recht hochwertig oder hochklassige Gegner erwarten uns morgen der AS Monaco. Was denkst du über die Mannschaft? Ja, es ist schön, dass wir solche Freundschaftsspiele absolvieren können gegen große Mannschaften und das macht auch als Spieler mehr Spaß. Und ich hoffe, dass wir auch erstmal eine verletzungsfreie Vorbereitung haben, alle zusammen, und dann natürlich auch die Ergebnisse auch stimmen werden. Wie siehst du die Begebenheiten hier insofern aufs Wetter gemünzt? Morgen wird es ja schon eine Hitzeschlacht, Sonntag wahrscheinlich nochmal innerhalb von 2 Tagen, 2 mal 90 Minuten, könnte schon heftig werden, oder? Ja, es ist ja so geplant, dass also das erste Spiel, dass jeder eine Halbzeit spielt. Und ja, ich finde schon gut, bei so einem Wetter auch mal zu spielen, da wir ja auch nicht wissen, wie es zum Saisonstart sein wird oder zum DFB-Pokalstart sein wird, das Wetter. Und es ist ein guter Test, denke ich, für uns, egal jetzt, wie heiß es ist morgen. Und egal auch, wie das Spiel oder die Spiele ausgehen wird, wie wichtig sind die Ergebnisse? Ja, noch kriegt man ja dafür keine 3 Punkte. Ich finde, wichtiger ist, dass man sich jetzt auch, dass wir auch die neuen Spieler schnell mit einbauen in das System, das umsetzen, was der Trainer von uns möchte. Und ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, wichtiger, dass wir uns fit machen für die Saison und eine verletzungsfreie Vorbereitung haben, alle zusammen. Abschließende Frage, wie hast du die freie Zeit erlebt? Was hast du gemacht? Wie hast du abgeschaltet? Ja, also meine Frau ist ja schwanger. Wir waren erst noch in Hannover. Leider im Krankenhaus, aber es ist jetzt nicht so dramatisch gewesen dann. Dann bin ich nach München zu meiner Familie und ja, und dann bin ich in die Türkei geflogen, wo dann ein Großteil meiner Familie auch lebt und habe dann meine Zeit in Istanbul verbracht und dann größtenteils auch in München. Ich wünsche dir eine gute Vorbereitung und alles Gute auch für deine Frau. Dankeschön.